Okay. Ich bin ja eine Woche, also fast einen Tag bevor ich nach Deutschland kam, da war ich in der Umweltkommission im brasilianischen Parlament eingeladen, um eine tolle Frage da zu diskutieren. Es ging darum, ob es wirtschaftlich für Brasilien mit der Gensoja gut läuft. Also was sind die wirtschaftlichen Impakte oder die sogenannte wirtschaftliche Vorteile der Gensoja? Und darum geht es hier und ich hoffe, dass das hier auch verstanden wird. Für die, die die Zahlen später möchten, habe ich da alles auf dem Computer hier. Ich hoffe aber, es geht jetzt. Ne? Ist ja schon hier was los. PowerPoint-Präsentation. Da. Die Frage ist, lohnt es sich den Bauern? Und das ist meine zentrale Frage. Denn wir wissen ja schon längst, wie gesundheitsschädlich es ist. Wir wissen ja auch, wie umweltschädlich es ist. Wir sagen aber immer noch, es sei doch produktiv. Und das ist das letzte Argument. Oder nach Gregorio Duvivier, das sind die zwei größten Lügen, die immer noch geglaubt werden. Besonders bei den Kleinbauern. Denn bei den Großgrundbesitzern ist es ja schon anders. Es hat vielleicht überrascht, dass der Theo mich danach gefragt hat, jetzt beim Abendessen beim Georg. Und das ist schon mal Teil der Antwort zu der Frage, was bringt es uns Brasilianern, wenn in Deutschland Gentechnik frei eingekauft wird, was die Soja betrifft. Die Großgrundbesitzer in Mato Grosso, da ist der erste Produzent Brasiliens, in großen Flächen Soja anzubauen, da kommt der Agrarminister Clairo Maggi her, da war er Gouverneur. Da wird viel mehr gesprüht als noch im Süden bei uns. So, wenn man das alles, was offiziell eingekauft wird an Pestizide, und die Quelle ist jetzt der brasilianische Pestizidverband, Sindagi, wenn man das, was offiziell eingekauft wird pro Jahr, auf die gesamte Bevölkerung Brasiliens verteilen würde, 210 Millionen Menschen, dann haben wir 7,1 Liter pro Person. Ich hatte es hier vor ein paar Jahren berichtet, da war es 5,2. Da waren wir schon Weltmeister, auch beim Pestizidverband. Jetzt mit 7,1 sieht man ganz deutlich, dass viel mehr Pestizid verbraucht wird, als die Bevölkerung wächst. Das ist schon mal eine Zahl. Aber noch schlimmer, es kommen ja nicht dazu alle nicht zugelassenen Herbizide und Pestizide, die aus Paraguay nach Mato Grosso kommen. Und in Mato Grosso gibt es eine Stadt, die heißt Lucas do Rio Verde. Da haben wir 152 Liter pro Person. Können Sie sich mal vorstellen, wie sieht das Wasser da aus? Klar, es gibt da weniger Menschen in Mato Grosso. Jede 100 Kilometer eine Stadt. So ist es bei uns am schlimmsten, was die Gesundheitsschäden angeht. Aber da haben die Großgrundbesitzer schon längst erkannt, dass es eigentlich gar nicht um Ertragserhöhung geht. Es geht denen auch gar nicht um die Einsparung von Betriebskosten. Es geht denen hauptsächlich um die Erweiterung der Anbaufläche. Denn für sie kostet das neue Land ja gar nichts. Sie vertreiben Menschen, sie verfälschen Dokumenten, sie machen aber weiter. Und sie brauchen weniger Arbeiter. Und jetzt können sie sie noch mit Lebensmitteln und Wohnung zahlen. Also Traktoristen, das sind ja keine Bauern mehr. Die kleinen Bauern hoffen immer noch, mit der Gensoja, mit dem Genmais, mit der Genbaumwolle, den Ertrag zu erhöhen. Denn das ist ja die Chance, die Sie sehen, in kleineren Flächen mehr herauszuholen.
mit derselben Arbeit oder weniger Arbeit. Und zweitens, man würde ja dann weniger zahlen müssen für ein Kilo Soja, das produziert wird. Weil man weniger Pestizide braucht. Dieser Gedanke versuche ich hier zu widerlegen. Ich habe es ja schon zusammengefasst vorher formuliert. Die Zahlen, die ich hier zeige, die habe ich als Mitglied des Biosicherheitskommission bekommen. Ansonsten ist es sehr schwierig, an die Zahlen zu kommen. Alle die Quellen davon habe ich zur Verfügung. Also alle, die es gerne hätten, braucht man jetzt nicht abschreiben. Der Terror wird alles auf dem Computer haben, kann das alles dann verschicken. Erstens, wir haben mal versucht zu schauen, wie sah es aus, bis die Gensoja zugelassen wurde. 15 Jahre bevor, bis zum Jahr 2002. Und wie sieht es dann bis 2017 aus, nach der Zulassung? Und da haben wir schon mal eine deutliche Situation. Die Produktion ist 2,8% gestiegen, 15 Jahre vor der Zulassung. Der Ertrag ist gestiegen, jährlich durchschnittlich 2,8%. Nach der Zulassung jährlich 1,1%. Das ist schon mal eine deutliche Aussage. 15 Jahre lang, es gibt da Schwankungen, und besonders im Jahr 2000 bis zum Jahr 2002, gab es einen schönen Unterschied und deswegen gab es diese Euphorie. Man hat ja dran geglaubt. Aber im Durchschnitt, in 15 Jahren, haben wir das Bild. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass wir eine Erweiterung im Norden haben. Das sind neue Böden mit angepassten Sojasorten. Es ist aber nicht nachhaltig. Es geht nicht mehr als 5 Jahre mit dem Boden. Und dann kommt die Viehzucht und dann kommt der Zuckerrohr und dann taugt es gar nicht mehr. Dann wird es wieder Wald vielleicht. Also es ist nicht nachhaltig. Im Bundesland Mato Grosso, der größte Produzent, da habe ich es auch mal nochmal genau gesehen, im Jahr 2003 bis zum Jahr 2017 gibt es dann durchschnittlich noch einen geringeren Ertrag jährlich als der Durchschnitt im ganzen Lande. Vielleicht ist das auch die Begründung, weswegen die Großgrundbesitzer teilweise gentechnisch frei produzieren. Und die ist jetzt auch exportiert. Sogar Bleiermarsch. Betriebskosten, das ist die große Hoffnung. Weniger Kosten zu haben durch die Technik. Ein Soja-Kilo kostet inzwischen 2,50 bis 3 Reais pro Kilo als Saatgut. Umgerechnet ist jetzt 3,6 Reais 1 Euro. So ungefähr vergleichen hier. Das Dumme daran, der Bauer muss jetzt nochmal 3 Reais, also dasselbe draufzahlen, an Lizenzgebühr. War nicht so gedacht ursprünglich, dachte man, das ist alles so umsonst, weil Monsanto macht es für die Bauern. Es kam so, über Argentinien, und später hat man jetzt zahlen müssen. Am Anfang war das kostenlos. Mit der Maradona-Sorte. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Warum Maradona? Das war aus Argentinien. Die Soja waren kleiner als die andere, nicht angepasst für brasilianische Bedingungen und sie seien süchtig. Sie brauchen immer mehr Giftstoffe. Also das war unter den Bauern so üblich. Man sagte, diese Sojabohnensorten aus Argentinien, die hießen Maradona. Aber man wusste ja nicht, welche Sorte es ist, deswegen haben sie getauft, das war Schmuggel und da hat man nicht Lizenzgebühren gezahlt. Diese Lizenzgebühren sind ja auch illegal. Und auch wenn es legal wäre durch Gesetz, ist es immer noch ethisch und absurd. Weil, warum soll der Bauer doppelt zahlen für eine Sorte, die ja schon entwickelt wurde, nur weil sie herbizidresistent gemacht wurde? Die einzige Begründung, die man hatte, ist, der Bauer hat ja auch eine Ertragserhöhung. Das muss er dann mit den Konzernen teilen, weil er ja einen Vorteil hat. Das hat er aber nicht. Er zahlt mehr für eine Sorte, die noch nicht mal mehr funktioniert und noch schlimmer, die weniger produziert.
96,5% ist das, was jetzt mehr an Saatgut bezahlt wird als 2003. Beim Mais habe ich es unten auch. Beim Mais wird 88,4% mehr gezahlt für den Saatgut, für das Saatgut. Hier haben wir nochmal den Vergleich, 2007, 2008 bis 2017, 2018, haben wir 10 Jahre. Im Jahr 2007, da sieht man immer die 2 Jahre, weil es wird in Brasilien ausgesät im November und im Mai, maximal im Mai geerntet, und so sind schon mal die 2 Jahre. Ne? Also 10 Jahre vorher hatten wir 3,75% der Betriebskosten für Saatgut. Jetzt haben wir 13,66%. Bei der Soja. Beim Mais hatten wir im Jahr 2003, der Mais wurde ja noch später zugelassen, 7% und im Jahr 2015 13%. Safrinha heißt, ich wusste nicht, wie man das übersetzt, das ist so die zweite Ernte, die man im Jahr haben kann mit Mais in Brasilien. Da ist es noch teurer, weil diese Sorten sind viel teurer geworden. Hier Herbizide, Fungizide, Insektizide, also diese Ziele alle zusammen, Unkrautvernichtungsmittel, Pilzvernichtungsmittel, die auch gestiegen sind, nicht nur beim Preis, das ist jetzt die Preissteigerung in 4 Jahren. Ich konnte es nur bei diesen Jahren messen, sonst habe ich nicht eine Zeit, in der man alle drei zusammen vergleichen kann. 12% teurer Unkrautvernichtungsmittel, 23% teurer Pilzvernichtungsmittel und 23% teurer Insektizide, also Schädlingsbekämpfungsmittel. Bei Fungizide ganz wichtig, wir haben mit Fusariose zu tun. Die genpeg-fremde Soja ist anfälliger für Pilzkrankheiten. Deswegen sagte ich am Anfang, diese Sorten sind irgendwie krank, schwächer, werden eher angegriffen. Und dann auch von Insekten. Das nächste Bild, es wird immer von einer Korrelation gesprochen. Man müsste ja Pestizid einsetzen, damit man die Produktion steigern kann. Deswegen brauchen wir Chemie. Ich habe mal versucht zu sehen, wie das weltweit aussieht. 1996 hat man die erste gentechnisch veränderte Pflanze zugelassen. Das war in den USA. Bis zum Jahr 2014, denn nach 2014 habe ich jetzt keine Zahlen mehr, die werden erst im Jahr 2017 nochmal rausgegeben. Ich habe ein Jahr 2014 schließen müssen, sonst habe ich keine offizielle Zahl. Weltweit haben wir vom Jahr 1996 bis zum Jahr 2014 218% mehr Pestizideinsatz. Weltweit. Das heißt, wir hatten 22 Milliarden US-Dollar und jetzt haben wir 70 Milliarden US-Dollar. Hier kann man mal die Macht sehen, wie man auch mit diesen Milliarden US-Dollar Regierungen lenken kann. Abgeordneten finanzieren kann, sei im Wahlkampf oder während der Wahl. Und ganz wichtig, Wissenschaftler, die bekommen ja auch einen Teil davon. Obwohl ich davon überzeugt bin, die Wissenschaftler sind das billigste Glied in der ganzen Kette. Das sagte mir der Chef von Monsanto in Brasilien. Weil sie ja schon so denken. Man braucht da nicht viel mehr machen. Es geht da hier um ein Labor oder eine Reise oder ein Stipendium, ein Preis, eine Publikation. Es geht da mehr um Ruf als um Geld. Ist auch traurig, dass es so ist. Die Getreideproduktion ist in diesen Jahren 27% gestiegen. Ist klar, wir hatten mehr Getreideproduktion seit 1996 bis 2014. Das macht 2 Milliarden Tonnen im Jahr 1996 aus und im Jahr 2014 2,6 Milliarden Tonnen. Also der Vergleich, wie viel ist dann die Produktion gestiegen mit so viel Pestizideinsatz? Es gibt ein geringes Verhältnis. Man kann nicht davon ausgehen, dass durch den Pestizideinsatz die Produktion weltweit gestiegen ist. Denn das wäre ja so schön die Lösung des Hungers gewesen. In Brasilien sieht es dann nochmal ähnlich aus. Im Jahr 2013 ist die erste Zulassung der Gensoja. Da haben wir 3 Milliarden Euro in Pestizideinsatz ausgegeben. Im Jahr 2016, also im letzten Jahr,
9,5 Milliarden US-Dollar. In Herbizide 58% davon. Bei der Soja 47% davon. Der Pestizidverkauf in Brasilien ist jährlich vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2014 um 11,6% gestiegen. In derselben Zeit ist die Getreideproduktion auch gestiegen, aber nur 4,6%. Also 199% mehr Pestizidverbrauch zu nur 57% mehr Getreideproduktion. Das können wir auch jetzt vergleichen, weltweit nochmal zurück, ist eigentlich ähnlich, was weltweit ist und was in Brasilien ist. Dann gibt es immer noch diese Zusammenfassung, das war eigentlich, was man in 15 Minuten im Parlament sagen konnte, als ich da eingeladen wurde. Es gibt eine Zunahme des Pestizideinsatzes seit 2000, das ist dreimal höher. Verglichen am Bevölkerungswachstum ist es zehnmal höher. Der Pestizideinsatz pro Person steigt jährlich 7%. Die Ertragssteigerung ist jährlich um 3,5% gestiegen. Vom Jahr 2003, wo wir auf 3 Millionen Hektar gentechnisch verwendeten Pflanzen waren, sind wir jetzt auf 42,2 Millionen Hektar gekommen. Also die größte Erweiterung in so einer kurzen Zeit für ganz Lateinamerika. In Argentinien war es ja schon vorher und auch verglichen mit den USA viel schneller, haben wir eine Steigerung von 1306%. Der Pestizidmarkt Brasiliens im Jahr 2004 macht 12,2 Milliarden US-Dollar aus. Und in diesem Jahr hatten wir Wahl. Da wurden 222 Großgrundbesitzer gewählt. Das war der teuerste Wahlkampf aller Zeiten. Hier haben wir dann noch im Jahr 2000 bis zum Jahr 2002, das hatte ich vorher gesagt, eine Zahl, die vielleicht wichtig ist. Das erste habe ich ja schon gesagt, mit dem geringen Verhältnis zwischen Produktionssteigerung und Pestizideinsatz. Das zweite ist, im Jahr 2000 bis zum Jahr 2002 hatten wir eine Reduzierung bei dem Herbizideinsatz. Also es schwankte in den Jahren. Und in den Jahren, bevor es zugelassen wurde, hatten wir 9% weniger Herbizideinsatz. Und in den Jahren hatten wir auch eine Steigerung. Wenn wir gemessen haben, pro Kilo Soja und Kilo Herbizid haben wir 18% mehr Soja als Herbizid eingesetzt. Also mehr Soja geerntet für ein Kilo Herbizid. 2003 wurde die Soja zugelassen. Genau da. Und da gibt es immer noch viele, die nehmen nur diese zwei Jahre raus und zeigen, wie toll das Ganze ist. Und das sei wissenschaftlich. Wenn wir das Ganze schauen, dann haben wir vom Jahr 2003, als die Gensoja zugelassen ist, bis zum Jahr 2012 48% weniger Soja pro Kilo Herbizid. Das heißt 16,8 Kilo Soja weniger pro Kilo Herbizid. Das heißt dann zusammengefasst 310,7% mehr Pestizideinsatz und 124% mehr Produktion, besonders durch die Erweiterung der Fläche, mehr Produktion. Und beim Ertrag 9,5% mehr in dieser ganzen Zeit. Ganz wichtig, dieses ungenutzte Arbeitsersparnis, das hoffen sich viele, die Zunahme der Zeit der Nichtarbeit heißt, wir haben keine Bauern mehr, wir brauchen sie nicht mehr und bei der Soja geht es in Richtung Großgrundbesitz. Also nicht mehr die Kleinbauern wie früher. Ich hatte ja selbst dafür plädiert, dass wir vielleicht doch Soja aus Lateinamerika haben könnten, damit die Kleinbauern durch die Fruchtfolge aus dieser Monokulturfalle herauskommen. Jetzt ist es schon anders. Es sind die Großgrundbesitzer, die diese Zahlen haben und erkannt haben, gentechnikfrei ist vielleicht doch vom Ertrag her von Vorteil, aber auch von den Betriebskosten. Das ist ganz wichtig. Jetzt habe ich immer wieder das Problem, wie komme ich da zu Ende mit so einem Vortrag? Denn es ist ja gar keine Hoffnung mehr da. Es wird ja alles schlimmer. Und mit der Zuckerrohr wird vielleicht auch noch unseren Schnaps jetzt mit Toxinen verseucht. Wir haben es ja schon bei Bier, weil es gibt in Brasilien Maisbier oder Bier aus Mais. Ist ja eigentlich ganz schlimm. Also möchte ich aber doch noch gerne darauf hinweisen, weswegen ich auch hier bin.
Wir haben eine ganz neue Universität gegründet. Diese Universität liegt hier im Süden an der Grenze zu Argentinien in drei Bundesländern. Das Bundesland Paraná, südlich von São Paulo, das Bundesland Santa Catarina und das Bundesland Rio Grande do Sul. Da, wo jetzt gezeigt wird, ist Argentinien, Misiones. 100 Kilometer, dann kommt schon Paraguay. Das ist das Gebiet der Kleinbauern in Brasilien. Und da haben wir eine neue Universität gegründet. Von denen, die sich vielleicht nicht so auskennen von der Entfernung her, hat der Theo mir auch darum gebeten, ob ich mit der Landeskarte überhaupt was da sagen kann. Hier ist unser Rektorat. Gibt hier Licht? Ja. Ganz vorne? Ganz vorne. Ja. Doch kein Licht. Ist dabei. Gibt es da? Ich muss anmachen. Das kann auch sein. Wer kennt sich da aus? Gibt's mir bei. Einfach ein Licht drauf, damit ich zeigen kann, wo das alles liegt. Ja. Ich gehe mal hin. Eben ist noch gegangen. Hier ist Argentinien. Ganz da oben sind die Wasserfälle von Iguazu. Und hier ist die Hauptstadt von Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Hier ist die Hauptstadt von Paraná, Curitiba. Und hier ist die Hauptstadt von Florianópolis. Von der Hauptstadt Florianópolis bis zu Chapecó sind es 536 Kilometer. Chapecó ist inzwischen berühmt. Ich weiß nicht, ob alle es gehört hatten in den Medien. Da ist ein Flugzeug abgestürzt in Kolumbien mit der gesamten Fußballmannschaft. Chapecó, auch berühmt für die Massentierhaltung von Puten und Geflügel, Schweine, Sadir. Das kam ja auch vor bei dem Film, dass es einen Guten gibt, der Werbung macht für die Vernichtung. Damit die Guten geschlagen werden. Aurora. Aurora ist die größte Geflügelgenossenschaft Lateinamerikas. Es hat einen Sitz auch in Chapecó. Noch wichtiger, Chapecó ist eigentlich so der Hochburg der sozialen Bewegungen auf dem Land gewesen, so wie auch hier Laranjeiras do Sul, ganz da oben. Da ist unsere erste Erfahrung einer Universität auf eine Ansiedlung der landlosen Bewegung MST. Ganz unten Cerro Largo, südlich, da ist meine Heimat. Da waren früher die Guaranis, das sogenannte Missionsgebiet. Die erste Erfahrung, eine Universität aufzubauen, in einer Stadt, die nur 12.000 Einwohner hat. So genau da, wo die Bauern wohnen. Das ist schon ein merkwürdiges Phänomen. Früher gingen die Busse voller Studenten in die großen Städten, jetzt kommen sie von den großen Städten zu den kleinen. Von Cerro Largo bis Laranjeiras do Sul sind es 10 Stunden Autofahrt. Mache ich wochentlich fast, weil ich hier unten geboren bin, in Laranjeiras do Sul als Professor eingestellt bin und dann nochmal im Rektorat bin, das ist in Chapecó. Und die Straßen sind da sehr schlecht, weil alle Wege führen zur Hauptstadt. Und wir machen den anderen Weg. Von Osten nach Westen gibt es gute Straßen, von Süden nach Norden nicht. Ganz wichtig, diese ganze Region da, die ist geschichtlich immer ausgeschlossen gewesen vom Zugang zur Hochschule. 40 Jahre lang haben da die Bauernbewegungen sich zusammengebracht, um endlich eine öffentliche Universität zu haben. Man muss sich mal vorstellen, was heißt das für das Land, wenn wir nur 15% der Jugendlichen zwischen 18 und 24 Jahren haben, die einen Hochschulzugang haben. 15%. Das scheint wenig zu sein, es waren nur 10 vor 10 Jahren. Und es würden 20 werden. Wäre jetzt nicht diese Regierung an der Macht, die es geschafft hat, das Gesetz zu ändern. Denn wir hatten eine Ölreserve. Die neue Ölreserve Pressal sollte dazu dienen, das Gesundheitswesen und das Bildungssystem Brasiliens zu erweitern.
Das hat die Regierung jetzt fast geschenkt an Shell abgegeben. Also die Gelder für Gesundheit und Bildung sind vorbei. Dann sieht man aber auch, dass Shell ganz wichtig ist in dem Putsch. Also es ist nicht nur in die USA, oder mal wie so gesagt wird. Shell ist aus Holland. Bayern ist aus Deutschland. Mit Monsanto zusammen jetzt. Syngenta war aus der Schweiz, ist jetzt aber von den Chinesen aufgekauft worden. Naja, hier haben wir in dieser Region die erste Chance Brasiliens, in Bildung zu investieren, da wo die Menschen es am meisten brauchen. Das war ja meine große Hoffnung, als ich 2009 von Linz in Österreich da wegging, völlig frustriert, weil da sein Herr Ludwig Scharinger im Universitätsrat saß, der Chef von der Raiffeisenbank Oberösterreichs, und so auf das Rektorat gewirkt hat, dass mir persönlich gesagt wurde, deine Forschung hier ist für uns nicht wichtig. Denn die Laboren der Johannes Kepler Universität werden größtenteils durch die Pharmaindustrie finanziert. So, was heißt das, wenn ich jetzt da herumreise und dann wird gesagt, ich bin ein Professor von der Johannes Kepler Universität? Das passt ja gar nicht zusammen. Naja, da bin ich aus Linz nach Brasilien in eine Gründungskommission einberufen worden, 11 Leute aus ganz Brasilien. Und Ende 2009 wurde durch das Gesetz 12.029 am 15.09.2009 eine neue Universität gegründet. Die noch vom Präsident Lula, das ist ganz symbolisch, weil das ist der erste Präsident Brasiliens, der keinen Hochschulabschluss hat. Der hat 18 Universitäten gegründet. Wir sind die 11. Die 11. wie die Dilma Rousseff, die ehemaligen Präsidentin, bei uns, die war jetzt vor kurzem Professorin bei uns, als Wirtschaftswissenschaftlerin, ein Wochenende bei uns. Da haben wir Mittag gegessen, Abend gegessen, ganz viel geredet. Der Satz, der wichtig ist, das ist die Universität, die nicht gewünscht war, die gar nicht erwartet war, aber die erfolgreichst ist. Das ist für mich der wichtigste Satz von ihr, denn sie wusste ja auch nicht, dass diese Universität existiert. Und als die externe List mich gefragt hat, was können wir tun, dann sagte ich sofort, ich komme zu Vorträgen, gerne. Aber ich werde doch gerne was erzählen über das, was hier so hoffnungsvoll ist und vielleicht auch durch diese Regierung jetzt zerstört werden kann. Wir sind 8 Jahre alt und wir haben 400 Gemeinden in 3 Bundesländern. Das ist riesig, wenn man das sieht. Es werden jeden Semester 2160 Studienplätze angeboten. Es bewerben sich 25.000. Also, wir hätten auf 11 Campi kommen sollen. Naja, aber wir haben ja 42 Studiengänge. Diese 42 Studiengänge, die sind auf 10 große Schwerpunkte gerichtet. Ich werde sie hier benennen. Das erste ist, die kleinbäuerlich strukturierte Landwirtschaft zu stärken. Denn das ist ja die Bewegung, die uns gegründet hat. Das heißt aber auch, dass diese Bewegungen, dass diese Bauern repräsentativ auch im Universitätsrat drin sind. Das ist erstmal so in Brasilien. 6.000 Menschen sind zusammengekommen im Jahr 2010, um zu entscheiden, was sind unsere Schwerpunkte. Deswegen sagen wir, Nummer 1 ist die kleinbäuerlich strukturierte Familienlandwirtschaft. Vielleicht ist es auch ganz wichtig zu sagen, das ist die erste Universität der Welt, wo auch Bauern den Rektor, den Vizerektor und alle Direktoren direkt wählen. Ein Viertel der Stimmen. Nach der brasilianischen Gesetzgebung im Bildungssystem sind 70% der Stimmen bei den Professoren. Bei uns nicht. Bei uns sind 25% bei den Professoren, 25% bei den Studenten,
25% bei den Angestellten und 25% bei der Zivilgesellschaft. Das ist schon mal was ganz Neues. Ist klar, dass das bestritten ist. So sind wir auch bei allen landwirtschaftlichen Studiengängen mit der Agrarökologie verbunden. Es gibt dabei nur dieses. Es gibt da nicht das agrarindustrielle Modell, es gibt da nicht das auf Chemie basierte Modell. Im Gesundheitswesen bieten wir das erste Fach, also den ersten Studiengang der Medizin an, das so fortschrittlich durch das Programm Mehr Ärzte in Brasilien bekannt wurde, also ein ganz neues Konzept von Gesundheit, das wir dann auch mit Ernährung verbinden, denn wir stellen fest, die größten Probleme der Gesundheit haben mit Ernährung zu tun. Und so verbinden wir es auch mit der Landwirtschaft. Wir verbinden es auch mit den Wasseringenieuren. Also es ist fachübergreifend. Und das ist ja genau das, was ich mit dem schönen Wort vorher sage, dass alles irgendwie zusammenhängt. Ne? Wir sind dabei, die Postgraduierungsprogramme aufzubauen, aber vielleicht ist das hier gar nicht so wichtig. Unsere Studierenden in jedem Campus, 8.855 derzeit, hier ist es ganz wichtig zu sagen, 90% der Studierenden kommen aus öffentlichen, staatlichen Grundschulen und Sekundarschulen. Ich muss das dann erklären. In Brasilien sind die Hochschulen, die staatlichen, öffentlichen Universitäten, die besten. Aber die meisten Studienplätze werden von den Reichsten genommen, sozusagen. Die Söhne und Töchter der reichen Brasiliens, die studieren in privaten Grundschulen und privaten Sekundarschulen und haben dann noch einen Vorbereitungskurs, damit sie es schaffen, eine Prüfung zu bestehen, die von den Professoren der staatlichen Unis formuliert wird. So haben wir im Fachbereich Medizin der USP in São Paulo, die bekannteste, da haben wir 85% Studierende aus privaten Grundschulen und Sekundarschulen. Dass wir bei uns 90% aus öffentlichen staatlichen Schulen haben, das ist einmalig. Es wird auch von einer Bauernquote hier gesprochen, denn nur so geht es. Sonst würden die Leute hier aus unserer Region nicht da studieren. Und das Prinzip ist, wir werden die beste Struktur aufbauen für die, die es am meisten brauchen. Dann kommt sofort der Vorwurf, das wird ja nichts mit der Exzellenz. Mit diesen Armen da, mit diesen Indianern da, mit diesen Quilombolas da. Quilombolas sind die aus der Sklavenzeit geflüchteten Sklaven, die als Gemeinschaft anerkannt werden. Oder mit diesen Haitianern da. Also wir haben sogar ein Programm für die geflüchteten Haitianer aus Haiti. Da gibt es eine besondere Mission Brasiliens mit der UNO. Und so studieren die hier bei uns an dieser Universität. Das ist die erste Erfahrung zusammen mit der Botschaft aus Haiti. Auch aus Senegal und anderen, die jetzt auch dazukommen. Was ich nochmal dazu sagen wollte, was die Qualität betrifft, haben wir 52 Gebäude neu aufgebaut. Das heißt, wir haben 280 Millionen Reais investiert in der Zeit, als es ging. 2000 bis 2015 hatten wir richtig viel Geld, um in Bildung zu investieren. So haben wir alle Gebäude fertig. Es fehlen von den 55 nur noch 3. Auch wenn sie nicht gebaut werden, ist es möglich, damit zu leben. 52 Gebäude gleichzeitig aufgebaut, die hier zu sehen waren. Ich werde es später nochmal mehr zeigen. Und 58 Dozentinnen, 690 Mitarbeiterinnen eingestellt. Nur das ist im Jahr 150 Millionen Reais, was da gezahlt wird. 100% mit staatlichem Geld. Kein einziges Projekt mit Drittmittelgeld. Vor 35 Jahren gesichert, bis die Professoren in Rente gehen. Das ist ja schon eine Bedingung. Der zweite größte Schwerpunkt, den wir haben, hatte ich ja schon gesagt, Agrarökologie, Gesundheitswesen, dann kommt das noch mit der Bildung dazu. Wir bilden die Lehrer aus für die Schulen auf dem Land.
Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir auch haben, damit die öffentlichen, staatlichen Grundschulen, Sekundarschulen auch besser werden. Und das ist ganz wichtig. Da sind ja die Bauern, Söhne und Töchter auch. Und wir wollen nicht, dass eine Schule geschlossen wird. Sonst vergeht ja die ganze Gemeinschaft. Und das ist ganz wichtig für die Erhaltung der kleinbäuerlichen strukturierten Landwirtschaft. Ich mache jetzt etwas schneller. Das sind noch ein paar Bilder von unserem Campus, damit man sehen kann, wie sehen diese Gebäude aus. Es ist auch ganz wichtig, was wir da als umweltorientiert machen, also die Sonne, als Licht, Wassereinsparungen und Recycling und alles, was da passiert. Hier ist Campus Cerro Largo, das ist der Campus, wo ich 2010 Direktor war. Das ist aus meiner Region, eine Stadt mit 12.000 Menschen. Campus El Xing, hier schon mal etwas zur Exzellenz. Hier haben wir den Wissenschaftler des Jahres 2015 für ganz Brasilien. Sein Projekt, biologisches Bauen, Permakultur. Hier Campus Laranjeiras do Sul, hinten sieht man einen großen Urwald. Das ist der Campus auf eine Ansiedlung der MSD, der Landlosenbewegung, für die, die sich nicht so auskennen, wir Campesina. Und die ABL ist Mitglied der Wir Campesina. Also wir sind weltweit vereint in diesem Dachverband. Ich bin von Wir Campesina 2009 nach Brasilien in die Gründungskommission repräsentativ für die Wir Campesina gewesen. Nachdem ich zusammen mit der Christiane Wüst vor der UNO in Genf die brasilianische Regierung angeklagt habe, das Buch ist, glaube ich, auch erschienen, ist da, wegen dem Recht auf Nahrung und auch eine gesunde Umwelt. So hatte ich die Verbindung auch schon länger. Also Via Campesina ist hier sehr gestärkt worden, weil hier auch die größten Landkonflikte Brasiliens derzeit stattfinden. 63.000 Hektar Land einer großen Firma wurde von der brasilianischen Judikative als illegal erkannt. Wir nennen das in Brasilien Grilagem. Grilagem hat mit dem schönen Insekten Grille zu tun. Man hatte früher Dokumente verfälscht, indem man die Papiere in eine Schublade legt mit Grillen drauf. So veralteten Dokumenten. Und man hat Dokumente frei erfunden. Und die wurden dann noch von Großgrundbesitzern, die als Richter da wirken, anerkannt. So 63.000 Hektar sind da grilliert. Wenn man das Wort auf Deutsch sagen kann. Warum grillatus? Und da kämpft die MSD. Da sind 4.000 Familien drauf. Und hier haben wir eine Universität auf diese Ansiedlung. Die erste Ansiedlung Brasiliens, die auch einen Übergang zur Agrarökologie macht. Also hier wird auch Biomilch produziert, es wird Biokaffee produziert, es wird ganz vieles gemacht und deswegen braucht man auch viel Wissen. Hier sind alle Bereiche der Universität mit der Landwirtschaft verbunden. Und ich sagte schon mal, hinten ist diese große Wald da, 262 Hektar Urwald. Das sind alle Insekten, die man sich vorstellen kann für die Region. Alle Pflanzenarten. Das alles zur Forschung an der Universität. Und in diese Richtung jetzt zu uns. 100 Hektar, die bebaut sind, teilweise. Und der andere Teil ist für Forschung gedacht. Pestizidfrei und genpestfrei. Das sind ja Bedingungen, wenn man es sich so ansieht, wie hoffnungsvoll sowas sein kann. Ich mache da weiter mit den anderen Campi. Hier ist die Medizin, hatte ich ja schon vorher gesagt. Ich bin inzwischen, die Marie-Louise vielleicht ganz interessant, ich bin derzeit Professor im Fachbereich Medizin. Ist ja auch mal was ganz Neues. Ne? Also etwas, ich hatte ja auch überlegt schon längst, ne? Nicht nur gegen etwas zu sein, sondern auch mal für was zu sein. Es geht eher darum, Ärzte auszubilden, die verstehen, dass sie nicht nur fachidiotisch für Nieren zuständig sind oder für Leber oder für Herzen oder was weiß ich.
dass sie das Menschliche auch begreifen. Dass sie vielleicht das Fachübergreifende auch begreifen. Das, was jeder Bauer weiß, dass es zusammenhängt. Naja, dann hier wieder die Vorlesungsräume, die sind richtig toll, alle neu. Dozenten haben ihre eigenen Räume zum Forschen. Hier unsere Labore, die wurden von der vom brasilianischen Forschungsministerium evaluiert als die besten Brasiliens mit den besten Ausrüstungen. Hier die Bibliotheken, hier unsere Mensa. Das ist auch toll. Hier sieht man, wie viele Mahlzeiten, es könnten ja noch mehr sein, da sieht man, wie groß das gebaut wurde und wie viel davon genutzt würde. Wir könnten viel mehr Studierenden haben. Also man könnte hier 2500 Mahlzeiten pro Tag servieren. Das ist riesig. Jede Mahlzeit kostet hier 2 Reais und 50 Cent. Ein Kilo Soja. Saatgut aber. Ohne Lizenz. Ohne Lizenzgebühr. 2 Reais und 50 Cent, das ist fast 1 Euro. Es kostet uns natürlich mehr. Es kostet uns 13 Reais und 40 Cent. Wir subventionieren das nochmal, damit unsere Studierenden da essen können. Mit der besten Nahrung hier. Aus der Region. Das brasilianische Schulspeisgesetz wurde geändert, sodass 30% der Nahrung an Schulen und auch Universitäten, Krankenhäuser, Bundeswehr, alles was öffentlich ist, direkt vor Ort von den Bauern gekauft wird. Wir haben hier natürlich nicht nur 30%, was das Gesetz als mindestens vorsieht, sondern 80%. Und wir sind jetzt dabei, 30% auf Bio umzustellen. Da muss man mal sehen, bei diesen Mahlzeiten hier, ob wir das schaffen. Da müssen wir die Produktion ja auch steigern. Auch auf unseren Forschungsgebieten, wo jetzt die Studenten sich in Genossenschaften organisieren, damit sie die Produktion unserer Forschungsfelder wieder ins Mensa reinbringen und dann auch ja, die Studentenbewegung sogar dadurch finanziert werden kann. Hier ist es auch wichtig, wir haben jetzt schon ein Vegetarier-Menü. Wir sind dabei, ein Veganer-Menü hier anzubieten. Also die beste Nahrung, auch für unsere Angestellten und Professoren. Die haben Mittagessen und Abendessen. Ist auch wichtig, alle unsere Studierenden, die weniger als 1,5 Mindestlohne bekommen, Mindestlohn ist bei uns 200 Euro ungefähr. Wenn Sie das beweisen, dass Sie pro Kopf in der Familie weniger als 1,5 Mindestlöhne haben, bekommen Sie ein Stipendium. Alle, die es beantragt haben, bekommen es. Wir investieren 9 Millionen Reais im Jahr für Stipendien. Das heißt, die Stipendien dienen dazu, dass Sie diese 2,50 noch zahlen können, dass Sie wohnen können. Und wenn Sie nicht in der Stadt wohnen können, wie Cerro Largo, weil es viel zu klein ist, ja nicht, es gibt noch keine Struktur für das Ganze, dann bekommen Sie noch eine Subvention beim Busfahren oder wenn Sie Auto fahren, dann können Sie das auch noch dazu nutzen. Also Stipendien sind da schon ganz wichtig. Ich habe da nichts von den Forschungsstipendien gesprochen, das ist was anderes. Hier unsere Forschungsanstalten, also die 100 Hektar zur Forschung. Wir werden jetzt gerade in Chapecó Erdbeeren aus Italien biologisch eingeführt. Das ist ein ganz neues Projekt. Hier die Tierklinik. Unsere Tierklinik ist mit 5 Punkten bewertet worden. Das heißt, wir haben die beste Tierklinik Brasiliens. Es soll die größte Tierklinik Lateinamerikas werden. Mal sehen, ob wir mit den gestrichenen Ressourcen jetzt da weiterkommen, denn das fehlt eigentlich noch zu bauen. Ich komme dann zunächst, also zuletzt, zu unseren Bildern. Die Stärkung der Schulen und sozialen Bewegungen auf dem Land. Das ist unser größtes Anliegen, denn wir wollen ja, dass die Lehrer vor Ort auch anders mit der Bildung umgehen. Es ist schon riesig, dass wir die ganzen Schulen, die da in der Region noch existieren, so beeinflussen können, weil wir alle Professoren da jetzt ausbilden für die Zukunft. Wir setzen einen großen Wert darauf, auch dass diese Professoren vielleicht unsere Professoren werden und dass die Uni auch zukunftsfähig ist.
Wir haben schon die ersten guten Beispiele. Wir haben auch schon in diesem sehr tollen Campus hier, das ist wieder Laranjeiras do Sul, die ersten Studierenden, die jetzt schon Professoren bei uns sind und Preisen gewonnen haben für ihre Leistung, als sie in der Graduierung waren, dann noch Master machten. Auch hier haben wir so viele Beispiele, um zu sagen, es ist nicht so, dass jetzt die Qualität reduziert wird, weil da Menschen sind, die in der ganzen Geschichte Brasiliens nie eine Chance haben. Genau umgekehrt. Hier ist die Leistung genauso wie bei anderen oder noch höher. Das ist auch so ein Mythos gewesen. Damals, so eine Lüge, dass die Ärmsten nicht studieren sollen. Unser Ziel, die Förderung der agroökologischen Produktion und die Stärkung der Ernährungssouveränität ländlicher Gemeinden. Deswegen sagen viele, wir haben die erste brasilianische Bauernuniversität. So stand es auch in der Bauerstimme vor 2 Jahren. Und deswegen gab es auch eine Delegation, die zu uns kam. Ne? Ich kann hier den Herrn begrüßen, der uns besucht hat, der bei uns war und der vielleicht vor Ort erzählen kann, was ist das jetzt für ein Modell? Ich weiß, dass in vielen Teilen Europas sowas schon versucht wird. Wie kann man eine Universität aufbauen, die richtig für die Bildung in ländlichen Regionen beitragen kann? Ich würde aber noch was dazu bringen, dass man die Bauern auch einbeziehen kann in die Forschung. Dass man das Wissen von Menschen, die Erfahrung haben, ernst nimmt in der Wissenschaft. Dass man das auch versteht, dass es Weisheit gibt, dass es Bauernwissen gibt und dass man die nicht nur als zur Forschung nimmt, sondern sie werden ja selbst ermächtigt, an den Entscheidungen der Universität sich zu beteiligen. Und diese Bewegung, wir sagen ja manchmal, das ist eine Universität, die in Bewegung ist. Klar, wir hängen von dieser Bewegung ab. Und in dieser Zeit des Widerstands haben wir etwas erkannt, wenn man Widerstand macht, dann mobilisiert man auch die Leute und besonders denen es ja nicht so gut geht. Nicht so gut, dass sie sich mobilisieren. Und dann haben wir auch die Chance, hier ist Lilia, die kennst du, ne? Meine Schwester, die ist jetzt auch Professorin da, da steht sie in Laranjeiras do Sul, sie hat die ganze Delegation begleitet und auch übersetzt teilweise. Hier sind die Scholars Itinerantes, wir sind die Universität mit den meisten Indianern in Brasilien. Das sind die Caingangues am Bild. Scholars Itinerantes, das sind diese Schulen, die während der Besetzungen auch für die Kinder da sind. Und wenn dann die Besetzung irgendwo anders ist, dann ist die Schule irgendwo anders. Aber die Universität ist dabei mit den Professoren, mit den Lehrern. Und für uns ganz wichtig, in dieser ganzen Situation Brasiliens ist das vielleicht die hoffnungsvollste Erfahrung, die eine Regierung gemacht hat damals. So etwas zu ermöglichen. Aber es war nicht so einfach, dass Lula es wollte, sondern Lula musste ja noch überzeugt werden. Der Bildungsminister damals war dagegen. Deswegen der schöne Satz. Das war nicht erwartet, das war nicht gewünscht, aber es ist erfolgreich. Aber auch noch dazu, so Lula, als er das Gesetz unterschrieben hat, ich war dabei, sagt er, das wird die erste Universität der Leute sein, die am meisten eine Universität brauchen. Und dann sagt der Bildungsminister, da muss sie aber auch innovativ sein. Naja, das war das Stichwort. Wir versuchen hier so innovativ zu sein wie möglich und wir versuchen hier auch so hoffnungsvoll zu sein wie möglich. Und ich musste was Besonderes für Ulm fühlen. Das sage ich dann nur in Ulm. Weil ich schon heute den Ulmer Dom, der jetzt als Münster mit dem Kölner Dom immer wieder im Vergleich steht, mit dem höchsten Tor, denn in Köln sind es ja 2. Das gilt ja nicht, ne? Also der höchste Turm ist in Ulm. Als die Präsidentin Dilma Rousseff bei uns war, die wir immer noch als Präsidentin anerkennen, denn die heute ist ja
Golpista, sagen wir ihm das. Der für einen Putsch verantwortlich ist. Als sie bei uns war, hat sie an ein Gedicht gedacht. Und sie hat es dann bei der größten Aula öffentlich gesagt. Die erste Frau, die als brasilianischen Präsidentin gewählt wurde. Die Geschichte vom Schneider von Ulm. Von Bertolt Brecht. Im Jahre 1592. Bischof, ich kann fliegen, sagt der Schneider zum Bischof. Pass auf, wie ich's mach. Und er stieg mit seinen Dingen, die aussahen wie Schwingen, auf das große, große Kirchendach. Der Bischof ging weiter. Das sind so lauter Lügen. Der Mensch ist kein Vogel, er wird nie ein Mensch fliegen. Es wird nie ein Mensch fliegen, sagte der Bischof zum Schneider. Der Schneider ist verschieden, sagten die Leute dem Bischof. Er war eine Hatz, seine Flügel sind zerspellet. Und er lag zerschellet auf dem harten, harten Kirchenplatz. Die Glocken sollen läuten, es waren nichts als Lügen. Der Mensch ist kein Vogel, es wird nie ein Mensch fliegen, sagt der Bischof den Leuten. Dilma Rousseff sagte danach, 400 Jahre ist der Mensch das dann geflogen. Es kann manchmal dauern. Ich weiß, es wird dauern. Bei der Bildung dauert es immer. Aber wir sind uns sicher, dass es hier um eine Erfahrung geht, die vielleicht auch dazu bringen kann, dass man hier davon lernt und uns gegenseitig unterstützt, indem man uns besucht, uns bekannt macht und sagt, Bauern sind Menschen, die sehr viel wissen und eine Universität verdienen, um sie zu stärken. Um weltweit zu sagen, dass das die einzige Form ist, die Menschheit nachhaltig zukünftig zu ernähren. Vielen Dank.